Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei 8-Bit Horde. Mein Name ist Silex und wir machen jetzt die Wiedervereinigung. Es wurde viel Schaden angerichtet, wir können die Totgeschworenen aber nicht für alle Probleme verantwortlich machen. Als Gunther ermordet wurde, haben einige unserer Edelleute beschlossen, ihre eigenen Herrscher zu werden. Wir können uns nicht den Totgeschworenen stellen, solange wir nicht vereint sind. Obwohl ungerne gegen meine eigenen Leute kämpfe, müssen wir dann auch die Usurpatoren niederschlagen und unsere Einheit wiedererlangen. Wenn sie auch alle gestohlenen heiligen Relikte wieder beschaffen könnten, wären die Paladine sehr. Ich glaube, das ist eigentlich auf Englisch dieses Spiel. So, die Wiedervereinigung. Achso, jetzt kämpfe ich nämlich auch gegen Lichtbringer. So. Okay, das jetzt erstmal direkt. Und Bild. Einheiten aus! So. Bilden sie 20 Wasserelementare aus, sondern sie 5 heilige Relikte für die Paladine. Das sind die goldenen Ziele, ne? Ja, da kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Denke ich doch. So. Hier sind noch einige Minen im Umkreis. Fortress Upgrade complete. Die es möglich machen sollten, eigentlich. Sachen zu machen. Ich hoffe, die rennen jetzt nicht alle automatisch da unten hin, sondern verteilen sich ein bisschen. Nein, die rennen alle automatisch da unten hin. Ja, gut, okay. Müssen wir jetzt ein bisschen aufteilen manuell. So, dann bauen wir noch so einen Magierturm. Um halt auch die Wasserelementare herzustellen, die wir brauchen. Herstellen klingt auch irgendwie so falsch, wenn man von Einheiten spricht, aber. Sorcerer's Tower complete. Ich gebe davon mal direkt 20 in Auftrag und dann haben wir das gemacht. Ich weiß ja nicht mehr, vielleicht sind die auch gut. Ich sehe auch gar nicht, was die für Werte haben. Also von daher. Constructing. Keine Ahnung, ob sich das lohnt oder nicht. I'm the tall one. Bist du ganz bestimmt, ja. Was auch immer er gesagt hat, aber. Bestimmt. War Council complete. So, dann jetzt eine Farm. Constructing. Sieht das so cool aus, wenn da was drin produziert wird, dann drehen sich diese Kristalle. Oh, kennt ihr das, wenn Farm. Mir ist gerade mein rechter Fuß eingeschlafen. Constructing. Und ich wollte ihn gerade bewegen, also so die Zehen. Und ich kann einfach meine Zehen nicht bewegen. Das ist furchtbar. Ich kann meine Zehen nicht bewegen. Das ist so. So, man sendet so dieses Signal, Zehen jetzt bewegen. Oh Gott. So, Zehen jetzt bewegen, aber irgendwie passiert nichts. Jetzt geht's mir da. Ich weiß, ganz spannende Geschichte. Aber. So, wir kämpfen jetzt quasi gegen unsere eigenen Leute. Harvester destroyed. Harvester destroyed. Na, der ist feindlich. Harvester destroyed. Blöd, dass Wasserelementare alle blau sind. So, dann rücken wir jetzt mal vor. So, und ich produziere mal weiter tapfer Einheiten hier. Constructing. Oder laufen wir an feindlichen Einheiten vorbei? Eieiei, Beginiere! Viele Beginiere! Scheinbar haben die auch irgendwo einen Paladin. Da ist er. Der heilt ihn nämlich. War Council complete. Allein durch seine Aura. Auf achten, dass genug Einheiten produziert werden weiterhin. Ach, die gehören zu mir. Okay. So, die aber nicht. Ja, wer redet hier? Destroyed.
Also man merkt auf jeden Fall so nach und nach, dass das Spiel doch langsam immer schwieriger wird. Sagen wir es mal so. Fortress under attack. Weil jetzt so langsam merke ich doch, dass das nicht mehr getan ist mit ich platziere mal ein paar Einheiten und marschiere damit mal los, sondern ne? Ach, das sind meine Wasserelementare, die da mit mir reden. Tatsächlich, das sind die Wasserelementare, die da mit mir reden. Ah, okay. Production halted. Verstanden. Build more farms. Ja, ich baue mehr Farms. Build more farms. Ja, ich bin dabei. Nur kein Stress. Nur kein Stress. Production halted. Build more farms. Angriff! Fortress under attack. Oh, das ist nicht gut. Farm complete. Dass die da auch einfach rumstehen und nichts machen dagegen, ne? Constructing. Das ist auch irgendwie echt dämlich. So, ich stelle jetzt direkt vor die. Direkt davor. So, dann laufen die jetzt einfach komplett außen rum hier und sammeln da schon mal ein heiliges Relikt ein. Für die Paladine. So. Ja, jetzt verteidigen die immerhin automatisch da unten was. Da, sammeln wir mal die Kiste ein. So, Pikeniere! Angriff! Angriff! Mission Creep. Was machen die da jetzt noch? Ah, da war doch ein Feind! Oh je! Den habe ich gar nicht gesehen, der ist mir gar nicht aufgefallen. So, da dürfte es dann noch ein Relikt geben. Ja, da oben ist es. So, erstmal hier wieder an den Feinden vorbei. Eieiei. So, dann schicke ich auch mal wieder hier eine Armee los, dass die da oben hin marschieren. Constructing. So, wo ist jetzt hier unten die Armee? Quasi vernichtet. Alles klar. Ah, nein, wir haben dominiert. Sehr gut. Vielleicht kann ich ja hier oben wenigstens noch schnell das... Mission Crate. Ja! Sehr gut. Mal schnell das Artefakt ansammeln. Oh Gott! Stehen bleiben, stehen bleiben! Okay. Okay, alles klar. Das lief schon mal so mittelgut bis scheiße. Aber nun gut. Sorcerer's Tower complete. Ha! Dann angegriffen. My pleasure. So, vielleicht sollte ich auch mal ein paar hiervon bauen. Constructing. Dass wir uns irgendwie auch so verteidigen können. Your command. So. Währenddessen weiter Einheiten ausbilden, um einen Fortress under attack. Weiteren Angriff vorzubereiten. Ah! Zwerge! Tötet sie! Alter! Es wird hier langsam wirklich schwierig so. Okay, gut. Nein, da ist immer noch einer! Arrow Tower complete. Gut, der Arrow Tower ist schon mal fertig. Ich glaube, ich brauche mehr davon. Oh, vielleicht sollte ich mal meine Festung reparieren. Sonst könnte ich unter Umständen ein Problem bekommen. Ja, bum bum. So.
jetzt eine kurze Zeit der Regeneration. Die uns nicht gegönnt wird, offensichtlich. Walk, walk. Repairing. So, reparieren. Ich weiß ja nicht, wie viel Schaden die machen. Also, was diese Logos da quasi bedeuten, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt noch ein War Council fertig geworden. Ich baue direkt noch einen. Constructing. Weil was uns am Anfang ja so zum Sieg verholfen hat, war eine große Armee, die schnell aufgebaut wurde. Und das kann jetzt natürlich auch wieder nur von Vorteil sein. Von daher, wie diese Pfeile auch im Bogen fliegen. Fortress under klack, attack. Klack. Boah, wie die Pfeile den durchlöchert haben. Angriff! Läuft doch. Ah, weg von der Bombe. Also ich wollte gerade sagen, warum läuft das nicht weiter? Haben wir irgendwie so ein Maximum erreicht oder so? Boah, ey, Alter. War Council complete. Die gehen mir auch gar nicht auf die Nerven, die Einheiten, ne? Vielleicht muss ich einfach mal in die Mitte gehen und da irgendwie was kaputt machen. So eine Lichtbringer-Festung da zerstören. Ich habe ja relativ viele Einheiten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die alle irgendwie stark beschädigt sind. Fortress under attack. Also von daher. Constructing. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt echt einfach mal in die Mitte, ne? Weil ich glaube, hier kommen echt viele Einheiten, die mich aus der Mitte raus angreifen. Oh, und sowas stört mich ja auch, ne? So, wir gehen jetzt einmal durch die Mitte angreifen. Let's go. Unsere Festung wird schon nicht fallen. Die muss ich jetzt nur das verteidigen. So, Angriff. Walk, walk. Moving out. Hier irgendwo. Ach du Schande. Ach du Schande. Was eine Schlacht. Ich glaube, ich weiß schon, wer die gewinnen wird. Oh nein. War Council complete. Oh nein. Warum werden die auch nicht vernünftig ausgebildet? Ja, das laggt voll. Laggt das oder sind die einfach wirklich dämlich irgendwie? Nee, die kommen da ganz gut raus. Arrow Tower under attack. Das ist wahrscheinlich wirklich nur irgendwie so ein Anzeigelag. Constructing. Ja gut, das ist beruhigend. At your service. Boom. Say the word. Repairing. Okay, in der Mitte, die scheinen relativ stark zu sein. Ach. Ich weiß, warum die nicht fertig produziert werden. Wir haben nicht genug Gold. Also nicht genug Ressourcen. Um da vernünftig irgendwie vorwärts zu kommen. Weil ja ständig meine Ressourcensammler auch getötet wurden und so. Und gerade so hier vorne ist das natürlich reichlich riskant. Da, kaputt machen! Gut, dann nicht. Aber so Türme sind auf jeden Fall sinnvoll. Sollte ich ein paar von bauen. Ein paar mehr. Damit auch meine Ressourcensammler in Ruhe sammeln können und mein Militär sich trotzdem wegbewegen kann, ohne dabei zerstört zu werden. Beziehungsweise ohne, dass meine Basis dabei zerstört wird. So. So, baue ich noch ein paar. Dann baue ich da noch so ein Arrow Tower hin.
Constructing. Ja, die Runde dauert jetzt ein bisschen länger. Aber ihr könnt natürlich in der nächsten Folge gerne wieder einschalten. Und dabei zuschauen, wie wir diese Runde hoffentlich bald mal gewinnen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei 8-Bit-Hordes. Bis dahin, macht's gut, tschüss!